Im Jahr 1274 wird die Insel Tsushima von den Mongolen überfallen. Im Auftrag von Kublai Khan sollen sie ganz Japan erobern. Als sie zu Zehntausenden am Strand landen, stellen sich ihnen 80 berittene Samurai entgegen. Genau an diesem Punkt der historischen Überlieferung beginnt Ghost of Tsushima. Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Man galoppiert mit Jin Sakai in die ausweglose Schlacht, der zwar mit seinem Onkel, Fürst Shimura, noch einige Mongolen töten kann, doch dann von Pfeilen getroffen fällt. Aber er hat Glück, denn er wird von einer Diebin namens Yuna schwer verwundet gefunden. Als Gegenleistung für ihre Hilfe soll er ihren Bruder retten. Aber Jin hat nur eines im Sinn, erst seinen Onkel und dann ganz Tsushima befreien. Yuna sorgt für einen pragmatischen Gegenpol zu Jin und seiner Besessenheit, wie ein ehrenhafter Samurai zu handeln. Auch wenn seine Haltung aus moderner Sicht töricht wirken mag, bleibt Sucker Punch damit dem alten Zeitgeist treu. Warum er dem Ideal des Bushido, dem Weg des Kriegers, derart selbstmörderisch folgen will, verdeutlichen schöne Rückblicke in seine Jugend. Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Trotzdem wirkt er zu Beginn wie ein übereifriger, dummer Mann, der nicht zur Festung der Mongolen schleicht, um seinen Onkel zu befreien, sondern tatsächlich zum Haupttor geht und Zweikämpfe sucht. Zwar kann er sogar den Khan auf sich aufmerksam machen, aber dann muss er Lehrgeld zahlen. Als er dem Tod nach einem Sturz ein zweites Mal entrinnt, schmiedet er einen besseren Plan samt hinterhältiger Taktiken. Und erst hier, nach diesem stimmungsvollen Prolog, beginnt das eigentliche Abenteuer. Als sich die Landschaft das erste Mal öffnete, hat mich ihre Schönheit einfach verblüfft. Es ist eindrucksvoll, wenn der Wind durch die Gräser jagt, Nebelfetzen über Wiesen wabern. Es gibt verwunschene Täler in einem Meer aus lila Blumen, sturmumtoste Steilklippen und idyllische goldene Wälder. Auch wenn man im technischen Detail der Texturen des Wassers oder hinsichtlich der Animation der Pferde nicht an Red Dead Redemption 2 oder gar The Last of Us Part 2 herankommt, ist das eines der prächtigsten Spiele dieser Generation. Der Wind sieht aber nicht nur klasse aus, sondern erfüllt neben seiner mythologischen Einbettung in die Story weitere Zwecke. Er leitet Jin zu einem ausgewählten Ziel, wenn man die Karte öffnet und zum Beispiel ein Fragezeichen markiert. Man kann sich aber auch an Tiergeräuschen sowie Gezwitscher orientieren. Sie führen einen dann meist zu einem Schrein oder an besondere Orte. Aber die Legende um Jin muss sich erstmal bilden. Erst wenn er Missionen meistert und den Leuten hilft, wächst sein Ruhm in mehreren Rängen wie der wandernde Samurai. Sobald er dabei Zwischenstufen erreicht, bekommt er Technikpunkte, um Fähigkeiten zu verbessern. Man kann unter anderem bessere Paraden, eine Pfeilabwehr, effizientes Ausweichen oder einen Reitersprung erlernen. Sehr nützlich sind die hinterhältigen Attacken, die man zu einem doppelten sowie dreifachen Kettenmanöver ausweiten kann. Sobald Jin aus der Deckung heraus Feinde sieht, kann er sie in einem tödlichen Tanz besiegen und er kann sie über Windglocken an einen Ort locken. Manchmal erinnert diese Stealth-Action auch an Tenchu of Speed, zumal man auf viele Arten infiltrieren kann. Man kann sich durch Lücken im Zaun zwängen, unter Häusern wie eine Schlange kriechen, auf Dächer klettern und über Gassen springen, auf Balken tänzeln oder durch Luken einsteigen. Jin eignet sich also, auch auf Anraten Yunas, einige hinterhältige Manöver an. Doch gleich beim ersten Stealth-Kill überkommt ihn das schlechte Gewissen. Es gibt eine Rückblende in seine Jugend und eine Lektion mit seinem Onkel, in der es um Ehre und den Kampf von Angesicht zu Angesicht geht. Es ist schön, dass die Regie auch seine Zweifel zeigt. Natürlich geht es auch ehrenhafter.
ähnlich wie in einem Western, kann man sichtbare Gegner zu einem Duell herausfordern. Dann schaltet die Kamera in eine seitliche Ansicht, man muss die Hand an sein Katana legen. Und man darf erst dann loslassen, wenn der Gegner eine Angriffsbewegung macht. Hier kommt fast ein wenig Max Payne Flair auf, das nochmal durch Finden und Kombos gesteigert wird. Zum einen täuschen Gegner später einen Angriff nur an, sodass man erstmal abwarten muss. Zum anderen kann man diese Fähigkeiten bis auf 3 Hiebe steigern. Spätestens wenn das klappt, fühlt man sich wirklich wie in seinem eigenen Samurai-Film. Und wer es ganz à la Akira Kurosawa mag, der kann auch noch den Schwarz-Weiß-Filter und japanische Sprachausgabe aktivieren. Das Kampfsystem setzt ansonsten eher auf den blutigen Flow und ansehnlichen Klingentanz, weniger auf den taktischen Anspruch, weshalb erfahrene Spieler auf schwer anfangen sollten. Trotzdem ist das kein reines Hack and Slay, man muss blocken, ausweichen und im richtigen Moment parieren, wenn man gewinnen will. Außerdem sollte man je nach Gegner eine von 4 Haltungen einnehmen, um gegen Schwert, Schild oder Speerträger sowie die großen Barbaren effizienter zu sein. Das Kämpfen ist letztlich eher leicht. Auch wenn man seine Ziele nicht fixieren darf und die Kamerasicht mal wieder blockiert ist, kann man sich im Getümmel immer noch behaupten. Und die Bosskämpfe meistert man spätestens nach 2-3 Versuchen. Die Gegner-KI ist der größte Schwachpunkt in diesem Spiel. Auch bei Infiltrationen liegt sie klar hinter jener aus The Last of Us Part 2. Hui! Parvo! Da kann man eine Wache vom Turm schießen, ohne dass die vom anderen Turm in Sichtweite das bemerkt. Zwar alarmieren sich die Mongolen per Hornruf, dann wird auch die Gegend abgesucht, aber innerhalb eines Lagers wird schlecht kommuniziert, sodass sogar der Anführer trotz des Getümmels manchmal im Zelt bleibt. Trotzdem entsteht morbider Spielspaß, auch aufgrund vieler schöner Kleinigkeiten wie etwa die Angst der Feinde nach besonders fatalen Hieben. Wenn man den tödlichen Himmelsschlag einsetzt, bleibt selbst einigen Mongolen erstmal die Luft weg. Sie stammeln und manche lassen sogar die Waffe fallen oder bitten kriechend um Gnade. Die Missionen selbst sind angenehm abwechslungsreich. Mal verfolgt man Attentäter, entlarvt Verräter, versteckt sich in einem Sake-Fass, legt einen Hinterhalt oder wehrt sich selbst gegen einen Überfall. Man sucht des Öfteren aktiv nach Spuren, indem man zum Beispiel einen Tatort durchstöbert und danach Fußabdrücken oder Blutflecken in den Wald folgt. Neben Schreinen, heißen Quellen, Friedhöfen oder alten Säulen, die alle andere Boni bringen, kann man seine Entschlossenheit auch an einem Bambusstand in einem Minispiel stärken. Es gibt zufällige Ereignisse und tolle kleine Geschichten, in denen es auch um japanische Mythologie geht, also um Kami und Kappa, um Yokai und Tengu. Jin kann diesen sagenhaften Erzählungen auf den Grund gehen. Was hat es zum Beispiel mit dem Geisterwald auf sich? Warum hängen da überall Leichen an Bäumen? Hinzu kommt das gute Gefühl, dass man die Insel langsam befriedet. Wenn man ein Dorf befreit, sieht man die Leute wieder in ihre Häuser ziehen und alles reparieren. Zunächst wirkt zwar das Sammeln von Holz und Co. überflüssig, aber man kann das Leuchten aus der Distanz, wie etwa Bambus in Wäldern, komplett ausschalten. Mit den Rohstoffen kann man Katana, Tanto sowie seine Bögen in mehreren Stufen aufrüsten. Auch die Rüstung, sei es jene des Samurai, des Ronin oder des Wanderers, lässt sich in dieser Art verbessern. Gefallen haben mir auch die Klettertouren zu den Kami-Schreinen, weil sie abseits des Kampfes und des Infiltrierens für akrobatische Unterhaltung sorgen. Auch hier geht es eher um den Flow, weniger um den Anspruch. Jin kann sich an markierten Simsen hochziehen sowie über Abgründe und auf Äste springen. Außerdem setzt er irgendwann seinen Wurfhaken ein, um daran zu schwingen oder in Bergsteigermanier steile Wände zu erklimmen. So entsteht letztlich ein überaus vielfältiges Abenteuerflair. Dass mich Ghost of Tsushima sehr gut unterhalten hat, liegt auch an den vielen Kleinigkeiten. Damit meine ich auch, dass zum Beispiel die Pfeile im Köcher exakt der Anzahl entsprechen, dass die Feinde tatsächlich Mongolisch sprechen und dass man zum Beispiel eigene Gedichte, sogenannte Haikus, verfassen kann. Und wer sich vor Toten verbeugt, kann ihnen mit einem Spruch zum Geleit seine Ehre erweisen. Als ich das einmal auf dem Weg zu einem Kami-Tempel vor einer heiligen Statue ausprobierte, regnete es übrigens Frösche. Ghost of Tsushima ist ein wunderschönes Abenteuer. Es verströmt eine zauberhafte, teilweise poetische Stimmung. Wer sich für die Samurai interessiert, darf sich auf eine ästhetische und spielerische Eleganz freuen, die der Tradition des alten Japan würdig ist.
wenn man zwischen wabernden Nebelfetzen in einem goldenen Walz ein Katana zieht, um mit tödlichen Hieben in Zeitlupe durch zwei, drei Feinde zu tanzen, hört man das entfernte Echo von Akira Kurosawa. So entsteht trotz der Schwächen in der KI und trotz einiger repetitiver Spielmechaniken über 40 Stunden ein schöner Spielfluss in malerischen Landschaften. Ich kann euch nur empfehlen, dem Weg dieses Kriegers zu folgen.